Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu FIFA 16. Ultimate Team, wir sind in Liga 6, wir können den Klassenerhalt vielleicht noch so ein bisschen klar machen. Wir haben noch 3 Spiele, wir brauchen davon noch 2 Siege, unbedingt. Daran führt kein Weg vorbei. Und wir gucken mal, was der Gegner uns heute präsentiert, Schönes, beziehungsweise welchen Gegner uns FIFA hier präsentiert. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir heute schon einmal gewinnen können. Das wäre super. Gegen FC Ulm. Okay. Ich würde gerne so spielen. Er würde gerne in Schwarz spielen. Eine Bundesligamannschaft. 82er Stärke mit Müller vorne. 4-2-3-1 spielt er. Mit einem ZOM und 2 ZDM. Da wird es also wieder schwer sein, hinten bei ihm durchzukommen. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Ob wir da vielleicht heute 1, 2 geschickte Pässe drauf haben. Herr Costa gegen Götze, das ist doch gar kein Vergleich. Also ich bitte euch. Ja, und da geht er gleich aggressiv auf den Ball. Och, nach außen. Wozu drücke ich denn nach außen für diesen Pass? Wenn der dann, ja, schön. Schön verspringen lassen da. Und dann nimmt er den Distanzschuss gleich. Also da können wir uns schon mal auf ein sehr aggressives, sehr schnelles Spiel einrichten hier. Ach Gott. Ja, William versteckt sich dahinter. Schürrle ist okay. Mann. Ja, da hätte ich früher irgendwie nach innen ziehen müssen, ne? Das ist ein Fehler, den ich relativ häufig mache, dass ich da zu lange auf der Außenbahn bleibe. Also Gott sei Dank kommt uns hier aber nicht. Oh, Fabregas, Fehlpass. Da hat er zu lange gebraucht, um den Ball zu kontrollieren. Rea ist da dran, sehr schön. Rooney. Sehr schön. Und da wollte ich sagen, hat Aguero doch Platz und dann wird er da doch noch in die Mangel genommen. Oh Mann, war das kein Abseits? Ganz sicher, FIFA? Doch, war Abseits. Ne? Wie gesagt, diese Unart, so super spät zu pfeifen des Abseitses, da powern sich die Spieler unnötig aus. Ich weiß nicht, was das soll. Rooney, nimm diesen Ball. Oder nimm auch nicht diesen Ball, dann nimmt den halt jemand anders. Ach, Sanchez kommt dann nicht an Khedira vorbei. Ups. Reno, Rooney, was? Was zum Kuckuck war das denn? Oh, Fabregas verliert da den Ball. Oh, dieser Pass, was war denn das? Otamendi, Alter, ich weiß, du bist Innenverteidiger, aber ein bisschen mehr darf da schon gehen. So, Leute, lasst mal Müller nicht immer so alleine. Wenn der da gehen kann, dann ist es immer ganz schlecht für uns. So, Sanchez holt sich da einen Ball von Müller. Was hat er denn davor? Man weiß es einfach nicht. Ja, toll. Also, wie gesagt, sehr aggressives Spiel. Boah. Ja, Freistoß, zu Recht. Ja, kannst du ja nicht machen hier. Mach den rein, mach den rein!
Warum, was macht Costa da mit dem Ball? Warum kann er den nicht einfach reintreten, wenn der zu ihm, egal wie, ne, da hätte ganz wenig Schwung hätte da ausgereicht. So, Bellarabi hier im Laufduell mit Otamendi. Ach, da kam der Pass ein kleinen Tick zu kurz, zu spät, meine ich. Nicht zu kurz. Ja, der Fehler hat das Ding. Okay, schön. So, William. Ja, lauf. Ach, schade. Das hätte eigentlich ein schöner Pass werden können, wenn die Verteidiger da nicht so aufgepasst hätten. Der uns hier behindert die ganze Zeit, ne? Auf unfaire Art und Weise, wie ich hinzufügen möchte. Spiel doch den Pass, Rooney! Mein Gott! Wie lange braucht er denn, um diesen Pass zu spielen? Ja, und dann ist er natürlich durch. Das war mit sehr schön viel Gefühl gespielt, da vom Gegner der Pass. Haarscharf am Abseits. Oh, Rooney verpasst da den Ball. Schade. So, William. Ist weg dabei. Okay. Ja, schade. Liegen wir schon wieder hinten hier. Ja, wohin? Leute, lauft euch mal bitte frei. Ja, ungefähr so nicht. Okay. Da waren wir noch dazwischen rechtzeitig. Ups. Costa sieht das. Sanchez, sehr schön. Was soll denn das? Junge. So, Sanchez, mal sehen, ob wir das Ding hier irgendwie direkt rein befördern können. Oh, schade. Mann, 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 Mann. Da hatten wir echt gar keinen Platz gerade. Och, was machen die Jungs denn da? Behindern sich wieder gegenseitig hier in der Abwehr. Das darf es einfach nicht sein, ne? Dass sie sich ja gegenseitig den Ball so in die Füße spielen und dann wegspielen und dass dann keiner die Verantwortung für diesen Ball auch übernimmt. Nee, da bin ich direkt in den Gegner reingerannt. Okay, der Ball ist noch heiß. Ja, bis wir dann auf Kedira stoßen, da war unser Bogen ein bisschen zu groß, den wir da gelaufen sind. Und die ganze Zeit macht er hier so eine Scheiße. Das fuckt mich richtig ab. Rennt hier mit einem Elan in unsere Leute rein. So, mal gucken. Er hat deutlich mehr Torschüsse. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was reißen hier. Mit der Brechstange vielleicht. Mal gucken. Wir schauen mal. Ja, wir müssen einfach ein bisschen früher abschließen, glaube ich. Wir lassen uns da manchmal ein bisschen zu viel Zeit. Ne, nehmen dann, ja, wollen die Abschlüsse so sicher wie möglich machen. Oh, jetzt stand er genau im Abseits. Costa. Verpasst den Ball. Ach.
Ach, der Fähre hat es denn. Zum Glück. So, mal gucken, wo haben wir denn hier jemanden, der frei ist? Irgendwo. Ach, William. Schlechte Ballername hier. Auch Costa, ey, der sich umgedreht hat. Na, stand schon wieder im Abseits? Ernsthaft? Das war doch kein Abseits. Ach, ich reg mich gerade auf. Ist jetzt schlimm. Ja, da steht niemand. Ansonsten ein schöner Kopfball. Was? Wieso rennt Agüero da erst vom Ball weg? Ich meine, den Pass ist er locker schnell genug, um den abzufangen. Nein, Bender, nimm deinen Fuß da weg. Oh, Mann, ey. So, okay, ja, schön. War eh abseits, ja. Jetzt brauchst du auch nicht mehr pfeifen, der Ball ist sicher. Oh ja, schön geblockt. Herrlich. Was hätte das denn werden sollen gerade? Ach, schon wieder am Abseits. Ach, Mann. Och, schieß doch einfach. Warum schieße ich da nicht? Ne, weil ich mir sicher bin, ich habe keinen Winkel auf Score und da muss ich aber einfach abschließen. Geht ja gar nicht mehr anders in dem Moment. Da muss ich ja einfach mal draufkreuzen irgendwie. Egal wie scheiße der Winkel vielleicht ist. Nee, da ist Sanchez nicht entschlossen genug losgelaufen. Beziehungsweise der Verteidiger hat einfach einen kleinen Vorsprung. Ja, was wird denn das? Ja, Fabregas falsch rum gedreht. Das ist auch so eine Sache. Ich drücke in eine Richtung und die drehen sich dann in die andere Richtung und ja, so einfach kann man Tor machen, ne? Weil ich mich da mit dem Verteidiger einfach ein bisschen verrannt habe gerade. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ach, William, leg dir doch den Ball nicht so lange vor, ey, ganz ehrlich. Okay. Da vorne stand Costa frei und da war auch ein freier Passweg. Warum können wir den nicht einfach nehmen? Ja, William! Ja, genau. Drängel, 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 Drängel. Und dann kann er klären. Gerade so vor uns. Ach, Mann. Okay. Er möchte auswechseln. Jetzt noch. So kurz vor Schluss. Billiges Zeitspiel. Ja, funktioniert er bei FIFA nicht mal.
Ich hab Zeit, du hast Zeit. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er jetzt so lange noch macht. Vielleicht muss er auch mal ganz dringend Pipi, gerade hält es hier nicht mehr aus, die Spannung, wenn er 2-0 vorne liegt. Ich meine, ja, damit kann nicht jeder umgehen, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja gut, da habe ich ihn vielleicht ein bisschen eingeklemmt, aber andererseits, der Gegner macht das auch immer. Und der darf das. Ja, das war mein Dribbelversuch mit Costa. So, kann sich hier vielleicht mal irgendjemand anbieten gerade? Das wäre total günstig. Ja, Rooney, ein bisschen die Linie noch lang, genau, damit ich da nämlich den Pass spielen kann, weißt du? Nicht so langsam da hindackeln irgendwie. Ups. Ach so, war faul von uns. Wir waren aber zuerst am Ball. Ach komm schon, Costa, mach das Ding rein. Oh, voll vorbei. Ach ja, jetzt gibt's Rot. Jetzt gibt's Rot. Na herrlich. Für Per Mertesacker. Ich kann gerade nichts machen. Okay, der Schiri. Ich kann gerade schon wieder nichts machen. Ja, keine Ahnung, warum er jetzt dreimal anpfeifen musste. Oh, wieso haut er den bei der Kraftdosierung so oben drüber? Also wie gesagt, mit Rooney unheimlich schwer zu dosieren. Ich brauche da dringend einen anderen Freistoßschützen. Ganz dringend. Super dringend. Ich muss mal gucken, wer da in meinem Team noch für geeignet ist. Kann Aguero Freistöße? Der sieht so aus, als wenn er könnte. Ja, oh, damit haben wir verloren. Was soll ich sagen? Dafür muss er halt im nächsten Spiel auf Per Mertesacker verzichten. Oh, das war so knapp. Mann. Es geht einfach gar nicht. Mit De Gea. Der ist gut. Der macht es schön. Aber unsere Abwehr liegt natürlich auch daran, dass ich die manchmal ein bisschen dumm steuere. Aber auch wenn ich die nicht steuere, ich meine, dann lässt sie ja auch alles durch. Das ist halt... Ja, ich muss die steuern, ne? Und das muss ich noch ein bisschen üben. Also Dribbeln und Abwehr, das sind so... Also gegen Dribbeln, das sind so meine Defizite auf jeden Fall. Aber wie schön er sich da auch aus dem Dribbling raus zum Tor positioniert hat, ne? Weil hier De Gea leider voll drüber geschossen. Und dann bekommen wir halt einen Freistoß dafür, ja, aber mit Rooney voll mittig auch aufs Tor. Ja, eigentlich linke Ecke hatte ich so ein bisschen anvisiert. Ich brauche einen Freistoßschützen. Geht nicht anders, Jungs und Mädels. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wer das machen könnte. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wir müssen jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen, sonst sind wir abgestiegen. Was soll ich dazu sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann, Jungs und Mädels.
Ciao.